Hallo und herzlich willkommen in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Wohin nur mit all den Eiern nach Ostern? Ja, das Problem haben wir alle. Ja, jede Menge hartgekochte Eier liegen zu Hause rum und irgendwann kann man sie nicht mehr sehen. Also macht man Schnittlauch-Eiersalat, Eiersalat ohne Schnittlauch oder Senfeier. Und genau das werde ich euch heute hier im Thermomix mal kochen bzw. ein Rezept aus unserem Forum, dem Wunderkessel, ausprobieren, nämlich Senfeier. Und dazu können wir die hartgekochten Ostereier, ihr seht, hier sind noch teilweise Farbsprenkelchen drauf, die können wir dazu verwenden. Ihr könnt natürlich aber auch, wenn ihr jetzt dieses Video irgendwann im Sommer seht und sagt, okay, die Eier von Ostern, die möchte ich jetzt nicht unbedingt mehr essen, könnt ihr natürlich auch gleich die Eier bei diesem Rezept mitkochen. Wann und wo ihr die einsetzt, das verrate ich euch gleich. Wir beginnen jetzt zuerst mit der Grundvorbereitung und was wir brauchen, sind 2 Teelöffel von unserem selbstgemachten Suppengrundstock. Ich werde es nicht leid und müde zu wiederholen, dass ihr euch unbedingt, falls ihr nicht wisst, was das ist und wie das geht, die entsprechende Folge hier anschaut, denn Suppengrundstock ist das absolut universelle Spezifikum in der Wunderkesselküche. 2 Teelöffel davon. 600 Milliliter Wasser kommen ebenfalls in unseren Kessel und 600 bis 800 Gramm Kartoffeln. Ich habe die jetzt hier schon mal so ein bisschen in mehr oder weniger mundgerechte Stücke geschnitten. Also mehr oder weniger mundgerecht heißt, meinem Mund gerecht, während dem von meiner Tochter eher, ah doch, die hat auch eine große Klappe, das passt auch. Das Ganze zu und 10 Minuten auf Stufe 2. Ich sage deswegen 10 Minuten, denn eigentlich brauchen wir insgesamt 28 Minuten, um die Kartoffeln zu garen. In 10 Minuten melde ich mich aber kurz nochmal bei euch mit einem kleinen Hinweis. Also bis gleich. 10 Minuten Varoma Stufe 2. So, die 10 Minuten, die sind jetzt fast um. Das wäre der Moment, bei dem ihr euren Varoma-Aufsatz nehmen könnt, dort die Eier reinlegt, die noch nicht gekochten Eier, und dann oben drauf stellt. Ich mache das heute nicht, denn schau mal, die von Ostern, ne, die sind ja schon hart gekocht. Die machen wir nachher einfach in die Soße rein, damit die entsprechend warm werden. Das bedeutet, den Schritt jetzt hier nochmal alles drauf zu legen, den übergehen wir jetzt gleich. 10 Minuten sind rum, in 3 Sekunden klingelt es. Wenn ihr also die Eier draufgelegt habt, dann macht ihr einfach nochmal 18 Minuten. Ebenfalls Varoma Stufe 1 mit den Eiern oben drauf. Und wie gesagt, wenn ihr hartgekochte Eier habt, dann könnt ihr von vornherein auf 28 Minuten stellen. Da muss man nicht nach 10 Minuten unterbrechen. Das habe ich jetzt nur gemacht für die, die sagen, hey, wie kriege ich jetzt meine Eier da rein? So, unsere Kartoffeln sind fertig und die müssen wir jetzt entnehmen hier aus dem Garkörbchen und noch warm stellen, denn wir kümmern uns jetzt erstmal um die Soße. Das Warmstellen ist immer so die Frage, wie macht man das am besten? Manche legen ein Handtuch drüber oder einen Deckel oder was weiß ich was. Ich stelle die ganz oft bei mir zu Hause einfach mit dem Handtuch abgedeckt in die Mikrowelle oder in den Ofen. Also der Ofen ist dann nicht unbedingt an, aber die sind ja ganz gut isoliert und von daher hält das die Wärme eigentlich ganz gut. Ja, da ich jetzt relativ flott bin, stelle ich die jetzt ohne Handtuch da rein. So. Die Brühe, die wir hier unten jetzt schon gekocht haben, die heben wir auf. Davon brauchen wir 300 Milliliter. Die gieße ich jetzt hier schon mal in meinen Messbecher ab. Und den Rest, naja komm, wir gießen mal alles ab, weil da hängt ja immer noch ein bisschen was unten drin. Den Rest können wir dann entsorgen. Jetzt kommt eine Art Mehlschwitze. Ja? Dazu brauchen wir 30 Gramm Butter, die wir jetzt hier schon in den ja immer noch sehr warmen, fast heißen Thermomix einfüllen und die machen wir jetzt 2 Minuten auf 100 Grad, also dass die Butter schmilzt. Ich weiß gar nicht, ob wir da wirklich 2 Minuten brauchen, weil der Kessel ist ja echt noch heiß, aber wir werden es sehen.
2 Minuten, 100 Grad und zwar mit Stufe 1, 2, ja, dass das halt eben schön wird. Ich mache mal 1,5. So, lassen wir mal schmelzen, die Butter. So, die Butter ist geschmolzen und für eine Mehlschwitze brauchen wir natürlich nicht nur Butter, sondern auch Mehl. 40 Gramm davon kommen jetzt einfach hier rein und dann lassen wir das Ganze nochmal, ja, 3 Minuten auf 100 Grad, auch nochmal bei Stufe 2 miteinander schwitzen. So, hier habe ich immer das Problem, dass da oft dann Mehl am Anfang oben sich am Messer festsetzt. Das heißt, immer so nach ein paar Sekunden, so nach einer Minute, schmeiße ich das Mehl mit dem Spatel einfach runter. Ja, das werde ich jetzt gleich mal machen. Einmal kurz anhalten. Das Mehl runter vom Messer. Also man hätte es ja auch am Messer vorbeikippen können, ne? Weiß ich auch nicht. Aber irgendwie hängt ja auch immer ein bisschen was am Rand. Das muss man dann auch nochmal runter machen. So, weiter geht's. So, das Mehl sieht schon echt angeschwitzt aus. Und wir machen jetzt weiter mit unserer Senfsoße. 300 Milliliter Milch, die habe ich hier schon mal in ein Glas, das ich jetzt möglichst unfallfrei hier in unseren Kessel gießen werde, abgemessen. Und 300 Milliliter von unserer Brühe. Das ist jetzt ein bisschen mehr hier. Ich habe da ja eben einfach alles weggekippt. Deswegen nehme ich mal die Waage zur Hand und schau mal. Nö, ist gar nicht mehr. Es sind tatsächlich 300. Das kochen wir jetzt auf, beziehungsweise erwärmen wir, weil es ja Milch drin, sollte man nicht aufkochen. Also auf 90 Grad wird das Ganze jetzt erhitzt. Stufe, ja, etwa 2 auch nochmal würde ich machen und zwar für 4 Minuten. Ihr merkt schon, das ist so ein bisschen, dauert doch ein bisschen länger alles so insgesamt. Deswegen ist es echt wichtig, dass ihr die Kartoffeln entsprechend warm stellt, weil sonst haben wir kalte Kartoffeln. So, unsere Milch und Brühe sind jetzt erwärmt und jetzt kommt eigentlich die namensgebende Zutat hinzu, nämlich der Senf. Ja, davon 5 Esslöffel. Oh, ich liebe dieses Glas. Man kommt ganz toll rein mit dem Esslöffel. Ah! Ein Teelöffel sind ein halber Esslöffel. So, also machen wir 10 Teelöffel rein. Fertig. Sowas aber auch. Ja. Das sind so die Dinge, mit denen man konfrontiert wird. Zu Hause ja auch. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ganz ehrlich, das ist, glaube ich, ein bisschen viel Senf. Zumindest mehr als im Rezept steht. Aber es ist mir völlig egal. Denn ich liebe Senf. Ah, Zucker muss noch rein. Das hätte ich jetzt vergessen. Auch ein Teelöffel. Warum ein Teelöffel? Hier komme ich mit dem Esslöffel auch nicht rein. So, ein Teelöffel Zucker und dann natürlich noch ein Spritzer Zitronensaft. Ja, um dem Ganzen so ein bisschen Säure zu geben. Wenn ihr gar keinen Zitronensaft habt, dann könnt ihr natürlich auch Essig nehmen. Und wenn ihr es überhaupt nicht sauer mögt, dann lasst es einfach weg, weil der Senf an sich ja auch schon eine gewisse Säuerlichkeit hat. Das Ganze wird jetzt 40 Sekunden auf Stufe 4 miteinander vermischt. In diesen 40 Sekunden möchte ich ein Thema ansprechen, das mir persönlich sehr am Herzen liegt und das sind die Eier. Warum? Wir haben jetzt gerade etwas diskutiert in der Redaktion, wie jetzt die Eier bei Senfeiern darzulegen sind oder dazu reichen sind. Ich persönlich mag ganze Eier, ja? Warme ganze Eier, die kommen dahin und die Soße obendrauf. Das hätte ich jetzt mit den kalten Eiern auch gemacht. Das heißt, ich hätte dann einfach die heiße Soße mit den warmen Kartoffeln auf die kalten Eier. Also so, ne? Egal. Also kalte Eier halt dann dazu. Jetzt war natürlich die Frage, wie machen wir das jetzt, wenn wir die warm machen? Da habe ich gesagt, dann schmeißen wir einfach die Eier in die Soße, lassen das ein paar Minuten oder ein paar Sekunden, einfach irgendwie 3 Minuten Linkslauf irgendwie erwärmen und gut ist. Jetzt sagt mir die Hanna,
Ich würde die zerschneiden. Ja, und wie das halt im Leben so ist, die Frau hat recht, immer. Ja, und wenn sie nicht recht hat, dann tut man trotzdem, was sie sagt. Also habe ich die Eier geschnitten. Ja, mach die jetzt in die Soße rein und erwärme das Ganze nochmal. Vorher allerdings noch mit etwas Petersilie dazu und mit Pfeffer und Salz etwas abschmecken. Und dann erwärmen wir 9 geachtelte Eier in der Senfsoße. Und zwar im Linkslauf, weil sonst haben wir Matsch. Ich bin gespannt. 2 Minuten, dann bin ich nur die ausführende Hand. 90 Grad müsste reichen, ne? Wie gesagt, auch wegen der Milch würde ich ein bisschen aufpassen. Linkslauf, jetzt hätte ich den Linkslauf vergessen. Das ist einfach, ja, und vielleicht auch Rührstufe, ja, ganz sanft. Ja, mit Eiern muss man ja sehr vorsichtig sein. So Leute, es ist soweit. Die Senfeier sind fertig. Schauen wir mal, was unsere Kartoffeln hier machen. Oh, die sind auch noch gut warm. Meine Mikrowelle ist sehr schön isoliert. Ich nehme jetzt einen tiefen Teller, weil ich da viel Soße reinmachen werde. Denn ich liebe diese Soße und eigentlich ist das ja auch, besteht das Gericht ja auch zu 50% aus Soße. So sieht es aus. Der Kessel ist schon gut gefüllt. Trotzdem ist das, obwohl wir das jetzt hier im TM5 gekocht haben, auch ein Rezept, das man durchaus im TM31 kochen kann. Das sieht cool aus. Ist jetzt nicht das, was ich unter Senfeiern verstehe, weil die Eier halt geschnitten sind. Aber wichtig ist ja der Geschmack. So, noch ein Stück Ei dazu. Sieht echt gut aus. Also ich... Es riecht gut. Und ich stehe auf Senfeier. Ich finde das total cool. Deswegen brauche ich die Kartoffeln hier gar nicht zu probieren. Ich gehe direkt an die Soße. Ja, genau so. Cool. Nee, echt. Echt lecker. Das war eigentlich mit dem Löffel essen, die Soße. Das ist noch viel besser. Nee, wirklich. Ich finde es richtig gut. Ich würde für mich, wenn ich alleine kochen würde, wahrscheinlich sogar die Hälfte des Senfes durch scharfen Senf ersetzen. Wir haben ja hier mittelscharfen genommen, weil das nochmal echt nochmal Kraft gibt. Oder wenn ihr das mal ausprobiert habt, selbstgemachten Senf, dann ist die Soße noch vielleicht noch ein bisschen voluminöser, ein bisschen kräftiger. Das hier ist absolut top, ja. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Aber für mich könnte es einfach eine Spur scharfer sein. Schärfer. Also mehr Senf scharf sein. Ja? Ist aber eine Geschmackssache. Und bei Kindern muss man da ja eh aufpassen. Senf hat ja wirklich eine sehr, sehr unangenehme Schärfe, wenn man es überdosiert. Ich finde es absolut großartig und werde jetzt den Teller leer machen, damit wir morgen schönes Wetter haben. Jetzt wisst ihr, was ihr mit euren Eiern machen könnt, die ihr von Ostern übrig habt. Es gibt noch ein anderes Rezept, was wir jetzt auch gerade veröffentlicht haben oder jetzt demnächst veröffentlicht werden. Da geht es um grüne Frankfurter Soße. Auch das ist eine schöne Idee, um mit Resteiern umzugehen. Ich wünsche euch einen guten Appetit. Ich esse jetzt auf. Tschüss.